Leute am Flusstunus hat einen Köder am Start. Wir sind bei Jan Borik in Plaue. Let's go. Ihr seid dabei. Na Jan. Moin moin. Freunde des gepflegten Angelsports. Herzlich willkommen. Alles schick. Geht auf Haus. Moin. Na. Das ist genauso wie richtig wir. Ja, auf jeden Fall. Ich habe euch nämlich mal Chicket vorbereitet. Ich habe schon mal durchblitzt. Ah ja, ihr seid ja nicht ohne Grund heute hier. So ist es. Es gibt ein Special, es gibt etwas ganz Besonderes. Wir haben es ja schon hier und da immer mal durchblitzen lassen mit kleinen Fotos, mit kleinen Stories. Aber heute wird's ernst. Heute wird's richtig ernst, oder Robin? Der ist nämlich auch da. Ja, ja. So Leute, wer also aufmerksam aufgepasst hat, hat gesehen, dass es bei einem Flusstunus spezielle Köder gibt aus Plaue, mit denen wir in den letzten Wochen brutal gefangen haben. Ja, und Jan hat uns da einfach mal ein absolut mega geiles Angebot gemacht. Heute sind wir hier und ja, wir lüften mal. Haveljerks.de baut Handmade Jerkbaits, die sich über eine Spinnrute angeln lassen. Ganz einfach, ohne viel Firlefanz, werden die weit ausgeworfen und nur durchgekurbelt. Mit einem Fluocarbon in größeren Dimensionen, mit einem dünneren Stahl bei kleineren Größen. Die Köder haben wirklich als Besonderheit, dass sie ganz einfach zu führen sind. Nur durch die Kurbelumdrehung werden die animiert zu diesem verführerisch tänzelnden Lauf. Die Fänge der Jungs beweisen es, funktioniert super. So, ja, Robin hat der Fische gefangen. Hat jeder Fisch mit gefangen. Am Flusstunus hat natürlich auch spezielle Anforderungen. Und die haben wir jetzt verwirklicht in einem Köder 45 Gramm mit ein paar ganz speziellen Accessoires drin, Klappern. Ja, also gibt nochmal zusätzlich zum Druckreiz ein akustisches Signal unter Wasser ab. Zusätzlich eine spezielle am Flusstunus Farbgebung. Blau, viel Glitter drin, bisschen dunkle Rückenpartie und ein stark UV-aktiver Bauch. Also das ist die am Flusstunus Farbe. Gut natürlich daran zu erkennen, das Logo. Yes, Sir. Am Flusstunus. Yes, Sir. Das wird der neue Havelkiller. Auf jeden Fall. Bist du begeistert? Auf jeden Fall. UV hat in den letzten Wochen und Monaten einfach auch brutal gerockt. Dürfte natürlich in unserer Special Edition hier nicht fehlen. Entscheidende Geschichte, nochmal ein paar Qualitätsmerkmale. Stabile Ösen, Sprengringe, die ziehst du nicht auf und ganz extrem scharfe Haken. Harte Maulpartien von Hechten brauchen einfach auch einen Qualitätshaken, der zu dem verführerischen Lauf die Sache abrundet. Ja, und Leute, was man nicht vergessen darf, dass Jan jeden einzelnen Köder bei sich im Keller baut. Da ist also keine Maschine irgendwie, die da automatisch irgendwas macht, sondern Jan hat jeden in der Hand gehabt, bis aufs letzte Detail geprüft und vorher geht der nicht in diese Kiste. Ja, so sieht es mit allen anderen Jerks auch aus, aber bei einem Flusstunus sieht es unter Jans extra Mühe. Ja, unter Jans Auge durchgelaufen Argus Auge rüber. Ganz klar muss man sagen, es wird nur eine limitierte Auflage geben. Ja? Also klar, werden wir vorsorgen, dass jeder von euch, der es gerne möchte, einen am Flusstunus Haveljerk bekommt. Aber wie gesagt, es soll immer noch das Special bleiben. So sieht's aus. Viele denken ja immer, das ist so eine Art Wobbler, aber eigentlich ist es kein Wobbler, oder? Nein, für mich ist es wirklich ein Köder, der perfekten, kranken, verletzten, ja, letztendlich sterbenden Beutefisch imitiert. Und zwar hat er nicht ein schnelles Fluchtverhalten, sondern er schwebt langsam nach unten und durch zwei Bebleiungspunkte, die im Körper sitzen, arbeitet er auf Zug um diese Punkte herum. Jerken heißt nichts anderes wie krank verletzt tanzen. In solchen Größen und solchen Dimensionen perfekter Köder halt, wie gesagt, für die Stationärrolle, für die Spinnroute, gar nicht über Impulse, über die Route mit Schlagen, sondern wirklich nur einhole Geschwindigkeit bringt den Köder in diesen Zickzacklauf. Und meinst du, dass an diesem Jerkverhalten von dem Köder doch daran liegt, dass die Hechte den auch so extrem aggressiv wegballern? Ja, ja, ne? Ich bin persönlich nicht der Meinung, dass man mit bestimmten Köderklassen jetzt in unseren Revieren, wo wir alle unterwegs sind, ihr auch Hechte mit bestimmten Ködern konditioniert. Es geht wirklich um die Instinkt-Reizausschüttung von einem Kunstköder, eine Überprovokation, der zu einer Attacke führt. Und also Leute, wir müssen echt sagen, wir haben nun wirklich schon echt viele Köder ausprobiert, aber Jerkbaits, beziehungsweise aber wirklich Jan seine Jerkbaits, Robin, du kannst es bestätigen. Das war, was wirklich krass war, dass die Köder immer bis zum Schlund weg waren. Die haben die so weit von weg inhaliert, ihr habt das. Also war wirklich so aggressiv raufgegangen. Ja. 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 Also leicht zu erreichende Beute halt auch. Ja. Ein flüchtender Beutefisch verlieren sie auch schnell mal das Interesse und sagen, boah, eigentlich bin ich ja satt. Ja. Aber da kommen sie nicht drum rum. Ja. Mehr Reize geht nicht. Ja. Und Leute, extrem flach für die, die nicht wissen, man kann damit Stellen beangeln, die man mit normalen Wobblern oder selbst leichten Gummifischen manchmal überhaupt nicht beangeln kann. Aber mit den Jerks, mega. So lange, wie man ihn sinken lässt, so tief läuft er. Optimale Einsatztiefen für solche Köder sind bei Wassertiefen bis 2 Meter, spricht er alles nach oben hin an. Also, ihr habt schon ein paar Prototypen getestet und wart sehr erfolgreich. Und jetzt geht's ans Eingemachte. So ist es. Jetzt geht's los. Da sind sie, eure Köder. Ja.
Haltet sie alle in Ehren, schmeißt sie nicht in den Baum und fangt viele, viele Fische mit. Das werden wir machen, Jan. Oh, alles yes, klar. Das werden wir machen. Da werden wir richtig losziehen, geil. Danke, Jan. Viel Erfolg. Bis Köder. Bis gut, bald. Jan, bis dann. Wir wollen dicke Fische von dir sehen. Fall. Und fette Danke, ne? Fette Danke für die Aktion. Ciao. Wir sehen uns. Ey, Mann, guck mal. Unser Köder, Digga. Jetzt los, Leute. Jetzt los. Nur noch dicke. Digga, was machst du heute Abend noch? Fahren wir noch raus? Der kommt gleich ins Boot gesprungen hier, der Kumpel. So, heute erster Fisch mit dem Flussmus. Juhu. Geil. Vor ein paar Tagen erst bei Jan gewesen. Die Köder abgeholt. Ja. Heute erste Mal draußen und der erste Fisch hängt. Da hängt er. Ah, ich glaube, jetzt geht's los, Robin. Jo. Erster Angeltag heute mit den neuen Ködern. Schnuppert gut. Petri. Bam. Nummer 1. André, hast du irgendwie einen Fisch drauf? Ist der raufgepoltert, alter Falter. Alter, ist der raufgelöffelt. Der Jerk ist hingeflogen, bam, direkt drauf, ohne irgendwie anzuzapfen. Na, eben wollte er zuerst nicht. Und der nächste, Leute, der nächste. Hammer. Unser Köder läuft. Also Frequenz ist da. Der ist so clean. Kann man rausheben. Riesen-Jerk komplett weggeknallt, ne? Und daran sieht man auch immer noch mal, alter Falter, haben die Jungs Bock darauf, ne? Komplett weg installiert. Ja. Wir steigern uns heute in der Größe. Der ist minimal schon besser hier und auch eine Wahnsinns-Einschlag in den Weg. Der ist mit dem Köder raus. Einfach nur mega. Und wieder auf unseren geilsten Köder der Welt. Yeah. Ist das ein schöner Hecht? Nummer 4 für heute im Boot. Ja. Was ist los, Leute, Digga? Richtig großer Fisch. Wow. Fuck, auf den Flussnuss. Unser erster Big Fish. Alter Scheiße. Fuck, der steht richtig gut. Ach du Scheiße. Das ist ein Brett. What the hell? Oh, nee. Alter. Digga, was ist los mit dir? Alter, Kescher. Oh. Kescher den. Ja, Digga. Hat sich hier verhakt. Oh. Leute, erster Tag Flussnuss! Jan Borek, da ist er! Digga. Auf den neuen Köder! Ich werd bescheuert! Oh, Welle, geh mal nach vorne! Digga, so schnell konnte ich nicht, Alter! Ja, ich hab's aufgespielt gesehen. Alter Scheiße! Leute, in der Panik hier gerade halb abgesoffen. Alter, komm. Schöne Fälle über. Oh, Leute, mega happy. Wir haben unseren eigenen Köder konzipiert, zusammen mit Jan Borek. Fahren das erste Mal richtig raus mit den finalen Köder, die es bald zu kaufen gibt. Und fangen so eine Granate, Leute. Alter, einfach nur bam, heftig. Mega geil, Digga. Niemals hätten wir damit heute gerechnet. Wir haben uns mehrere Tage vorgenommen, jetzt intensiv mit dem Köder zu angeln. Und am ersten Tag so eine Bombe, Alter. Das ist einfach nur das größte Danke, was man bekommen kann. Ne? Ja, Mann. Props gehen raus nach Plaue. Jan, du hast einfach deine Maschine gebaut, ne? Jan, also du weißt einfach, was du machst, Junge. Digga, so geil. Fette Petri. Digga! Leute, ihr habt es gesehen. Wir fahren zu Jan, holen diese Kiste mit den Ködern ab und fahren heute zum ersten Mal angeln. Jetzt so eine Granate, Alter. So eine Granate. Zweitgrößter Fisch, der bis dieses Jahr rausgegangen ist, hier im Boot. Erster Angeltag mit unseren eigenen Ködern und bam, einfach komplett rasiert. Leute, es macht Sinn. Das Ding fängt. Es ist ein absoluter Allrounder. Wir haben es gerade einfach bewiesen. Komplett bam. Bam. Yes, Alter. Yes. Jawohl. Jawohl. Rob mit ersten Flussnussfisch. Erster heute. Oh, ja, kein schlechter, Bro. Schön nacken. Leute. Erster Flussnussfisch. Yes, Sir. Geil. Fisch Nummer 5. Ja, ich glaub, den haben wir quergehakt. Der ist irgendwie ein bisschen abreifen. Der hat voll raufgemetert, ich hab angekloppt und dann... Ah ne, der hängt doch nicht quer. Nee. Die Jungs im Herbst, ne? Sind dann halt doch schon ein bisschen stabiler. Der hängt schön von unten. Stabil. Boah, Kammstand hier, Mann. Im Herbst. Digga, der macht mehr Action als der große vorhin. Ja. Ja, der wurde auch aber aggressiv rangeknüppelt, ne? Na klar. Dann war ich die alte Legende, hat ihr mal gesagt. Die Großen, die musste richtig hart ran. Boah, Nacken, Alter. Na, meine ich ja, der ist ein bisschen fett.
Leute! Nice! Yay! So Leute, und ihr habt gesehen, das Ding fängt. Wer so ein Teil haben will, geht einfach auf www.havejerks.de bei Jan und kann sich so ein Teil bestellen. Oder wir verlosen jetzt auch eins auf YouTube, also einfach ein Abo dalassen, ein cooles Kommentar unter dem Video lassen. Und mit ein bisschen Glück habt ihr so einen coolen Havejerk in Special Edition Christmas. In diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen und viel Erfolg mit dem Köder. Bis dann.